Hallo da draußen zum zweiten Film. Und jetzt geht es noch einmal und etwas genauer um Objektive an der Sony. Wie ihr am Titel gesehen habt, da stand so schön Entscheidungen. Ja, ich muss Entscheidungen treffen, weil Objektive kommen, gehen und kommen wieder. Das möchte ich euch ein bisschen erklären. Für die Leute, die sich da gar nicht auskennen, oder sagen, ist mir scheißegal, ich kaufe mir nur Originalobjektive, ausschalten. Ihr braucht das Video nicht. Für die Leute, die sagen, Moment, das möchte ich bitte ein bisschen erklärt haben, die sollten jetzt ein bisschen zuhören. Richtige, konkrete Tipps kann ich euch gar nicht geben, möchte ich euch auch nicht geben, weil das ist sehr, sehr schwierig, euch zu sagen, ihr braucht das Objektiv oder jenes Objektiv und das braucht ihr nicht. Das müsst ihr entscheiden. Die erste Entscheidung, die ich letzte Woche halt habe treffen müssen, ist, damit ich mir noch weitere Objektive kaufen kann, muss ich auch mal ein paar Objektive loswerden. Denn ich gehöre nicht zu den Menschen, die sich auf gut Deutsch alle Objektive nur kaufen, hinstellen und vielleicht auch mal benutzen, sondern die auch sagen können, weg damit. Ein Objektiv habe ich schon sozusagen vor ein paar Wochen verkauft, und zwar das 12-24 von Sigma. Ein Objektiv, was ich zwar 2012 wirklich nochmal richtig stark benutzt habe in einer Woche. Seitdem liegt das. Es ist einfach nicht mehr benutzt worden. Und dann habe ich gesagt, tschüss, verkaufe ich. Dann gibt es noch weitere Canon-Objektive, die jetzt, da ich nur noch die 5D Mark II habe, ich habe zwar noch meinen alten Body, auch der wird verkauft, aber das spielt jetzt mal nicht beim Objektiv eine Rolle. Ich habe jetzt Sony und ich kann drauf machen, was ich will. Manches geht von der Automatik her, manches geht nicht so, aber diese alten mechanischen Objektive, solange ich einen Adapter habe, kriege ich die da dran. Und genau das, ihr Lieben, das ist der Punkt. Ich habe diese Adapter und ich kann da drauf machen, was ich will. Und wenn einer von euch zum Beispiel vom Opa noch Objektive habt, dann schaut es euch an. Ist das ein Schraubgewinde? Dann ist es M42. Adapter gekauft, kostet 10 Euro im Schnitt. Drauf machen, scharf stellen, Blende einstellen und schauen, was los ist. Und ob das jetzt ein neueres Carl Zeiss Jena DDR 1,8 50 mm ist oder ein Carl Zeiss Jena, was 56 Jahre alt ist circa, mit Blende 2,8 und 50 mm da dran, das geht. Und das Objektiv, obwohl es so alt ist, damit habe ich das beste Bild gemacht, was bei mir bei 500 Pix in der Bewertung ist, was am meisten Points sozusagen bekommen hat, eine Skyline-Aufnahme von Frankfurt. Obwohl am Rand alles unscharf ist. Das Objektiv hat seinen Charakter. Und das ist der Punkt. Der Charakter eines Objektives. Ihr könnt ein Sigma Art 35 mm, könnt ihr immer sagen, das ist viel schärfer als das Canon. Aber es gibt auch manchmal Dinge, wo man dann sagt, das sieht total unecht aus, total überschärft. An so viel Megapixeln sieht das dann vielleicht auch noch, ja, nicht nur schlecht aus, sondern es ist ein Horror, so ein super scharfes Bild zu retuschieren. Man weiß gar nicht mehr, wo man anfangen und aufhören soll. Bei Hautretusche in der Natur mag das vollkommen egal sein, da spielt es auch nicht so eine Rolle. Aber bei Haut, stellt euch mal eine Frau vor, die nicht so ganz gut geschminkt wurde, wie viel Retusche ihr da mit so einem Objektiv habt. Und hier ist das ja schon fast alles gesoftet, weil das Objektiv eben nicht so gut ist. Autofokus. Auch eine Entscheidung, die ich halt in der letzten Woche treffen musste, nämlich zu sagen, okay, das geht so nicht, wie ich das gerne hätte. Also mache ich mal ohne Autofokus. Und schau an, ich habe Makrobilder gemacht und das ist ja nochmal eine Kunst etwas mehr, was das Scharfstellen angeht.
ich habe nicht das Gefühl gehabt, ich bin schlechter gewesen als mit Autofokus. Eher sogar besser, weil ich die Bildgestaltung schon bei der Aufnahme machen konnte. Und das ist ein sehr wichtiger Grund, gerade auch mal auf manuell zu gehen. Ja? Kommen und gehen. Gehen, wie gesagt, ist verkaufen. Ich werde Objektive verkaufen. Wer in irgendeiner Form sagt, Sven, du hast doch das und das Objektiv, verkaufst du das, darf mich gerne anschreiben. Ich mache hier keine Werbung dafür. Aber ich werde definitiv Canon-Objektive verkaufen, weil ich sie nicht mehr brauche. Ich benutze die 5D Mark II so lange, wie sie geht, als Filmkamera. Die wird da sozusagen auf dem Stativ hängen, aber auch nicht mehr und nicht weniger, weil eben, ja, die Zeit ist rum. Ja, und da bin nicht ich dran schuld, da ist ehrlich gesagt Canon schuld, beziehungsweise ich komme mit der Kamera in meinem Leben, meinem zukünftigen Fotografenleben, glaube ich, besser zurecht wie mit der Canon. Und selbst wenn da eine Mark IV kommt, glaube ich nicht, dass sie in der Liga spielt, in die jetzt die Sony vorgestoßen ist. Es hört sich immer komisch an. Ich weiß, ich habe mal vor, es hat gestern mir auch einer gesagt, Sven, früher hast du anders da geredet. Sag ich, ja, aber die Kamera hat sich entwickelt. Und Canon? Canon hat nichts, gar nichts rausgebracht, was in irgendeiner Form in eine Richtung geht, wo man sagt, wow. Und auch diese EOS M3, die Canon rausgebracht hat, war ein lächerlicher Versuch. Auch wenn die Kamera vielleicht vom einen oder anderen als schnucklig bezeichnet wird. Bei mir ist sie gleich ausgeschieden, nachdem ich sie mal in den Fingern hatte. Ja, die bleibt jetzt erstmal. Teurer Spaß, gebe ich zu. Aber auch die Sony 7 Mark II ist für einige vielleicht eine Alternative. Das mal nur so nebenbei. Ja, das soll es eigentlich gewesen sein, was die Objektive angeht. Ihr müsst euch selber eure Gedanken machen. Was brauche ich? Was möchte ich? Wie möchte ich arbeiten? Theoretisch, ich sage jetzt mal, 3 ordentliche Objektive und ihr seid mit dieser Kamera bestens ausgerüstet. Und wenn ihr da draußen diesen blöden Ferrari-Fahrer hört, hier in Heppenheim gibt es nämlich einen, der fährt dann gerne mal die B3 rauf und runter. Ich höre auf, dann habt ihr ihn los und ich meine Ruhe. Und tschüss.